Hier kommen die aktuellen Doc-Check-News. Ein Gesundheitscheck ohne etliche Blutröhrchen? Das Werbeversprechen der Haaranalyse klingt zunächst verlockend. Weniger Haare einsenden und im Handumdrehen erhalte ich eine vergleichsweise günstige Auswertung meiner Mikronährstoffe. Auf Basis dieser Auswertung gibt es dann eine Diagnose und natürlich die empfohlenen Nahrungsergänzungsmittel zum Kauf. Klingt soweit ziemlich komfortabel, allerdings gibt es keine eindeutige Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen der Haaranalyse und denen einer Blutuntersuchung. Die im Haar eingelagerten Substanzen stehen im Stoffwechsel gar nicht mehr zur Verfügung und eventuelle Haarbehandlungen können die Ergebnisse sogar verfälschen. Ein blindes Vertrauen auf diese Diagnose kann also fatale Folgen haben. Eine ärztliche Abklärung und Validierung dieser Ergebnisse, insbesondere der daraus resultierenden Empfehlung von Supplementen, ist deshalb unbedingt erforderlich. Diesen und weitere Newsartikel findet ihr hier.